Hallo, da ist nochmal der Peter mit einer total schiefen Kameraeinstellung, weil das Stativ noch immer komplett hieß. Für mich das ist das volle Feature, dass ich überhaupt mal mit Mikro arbeite. Und so, ich möchte jetzt da nochmal so insgesamt ein bisschen was dazu sagen. Ich möchte dazu sagen, dass in meinen Videos um was geht, was ich genau jetzt erlebe, dass das veränderbar ist, dass das nie was Absolutes ist, dass es nicht über einen Kamm schert, dass es einfach meine Wahrheit ist und dass ich integer genug bin, mir das sagen zu trauen, was ich gerade in dem Moment erfahren darf. Ja? Ich beschreibe also, oder ich bemühe mich irgendwie, wie mit Krücken, dieses Meer, das in mir sich wiegt, in eine Form zu bringen, die andere Menschen durch Worte verstehen können. Man kann sich das dann auch vorstellen, wie Felder, energetische Felder, die zum Beschreiben versuchen, Räume, die öffnen mit gewissen Worten und natürlich auch Schwingungen, die dazugehören, die in euch, auf euch eine ganz eigene Art und Weise wachsen können. Das ist wie ein Same, der da auf der Erde gestrahlt wird, da auf der anderen Seite. Auf dem Boden deiner Lebendigkeit. Und dort wird es so blühen, wie es richtig ist. Wenn ich manchmal energisch spüre oder wenn es so ausschaut, als wenn ich zu entschlossen war, ja, dann ist es deswegen, weil ich immer wieder versuche, die Grenzen auszudehnen und die über dein momentanes Sein, über die Grenzen deines momentanen Bewusst- oder Unbewusstseins hinaus zu führen. Und dafür braucht es eine große Entschlossenheit, eine Entschiedenheit und eine Prägnanz. Ihr werdet sie ja brauchen, wenn ihr selber über eure gemachten Programme, Denkmuster, Gewohnheiten, Lebensumfelder, Verhältnisse, Gedankenmuster, Gedankenformen, Gehirnströme, die alle nur darauf konzipiert sind, im Moment bei den meisten von uns. Unser altes Ich jeden Tag wieder zum Reproduzieren, zum Reproduzieren, zum Reproduzieren auf die verschiedensten Arten und Weise machen Menschen, verbringen, sage und schreibe ein ganzes Leben damit, eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie zu sein. Und das ist nicht meine eigene, sondern das ist die fortlaufende Kopie, die seit Generationen von Eltern und Kindern weitergeben wird. Wenn das bewusst stattfindet, dann wird es ja eh keiner machen. Es findet aber unbewusst statt. Über unsere eigenen emotionalen Verletzungen aus der Kindheit. Gut, um das geht es jetzt aber nicht in erster Linie. Das war nur eine Feststellung am Rande. Beziehungen. Und da geht es jetzt um die Beziehung in dir selber, um deine eigene Polarität, um deine eigene familiäre Harmonie da drinnen. Wenn es deiner eigenen Familie gut geht, wenn der Mann in seiner Männlichkeit ist und der Frau in ihrer weiblichen Polarität da drinnen und dann können sie beide co-kreieren, dann ist es keine Abhängigkeit und kein Brauchen, so wie in einer Partnerschaft, in einer alten, ja, sondern dann ist dieses Bedürfnis und diese gewisse Abhängigkeit, in der man den Raum miteinander teilt, keine Abhängigkeit mehr, sondern eine Co-Kreation. Wenn du also als Frau das Glück hast, einen integeren Mann an deiner Seite zum Begrüßen oder da draußen irgendwo einen zum Kennen, der das Standing hat, seine eigene Polarität zum Leben. Und das macht er nicht für dich, für irgendwen, sondern er macht es für sich selber.
Für sich. Und wenn das zufällig, das Leben, was der Mensch lebt, die Vision, was der Mensch hat, und wenn er dann vielleicht auch noch gefällt, wenn er also in die gleiche Richtung schaut wie du, wenn es zufällig mit deinem korreliert, übereinstimmt, dann geh darauf zu. Kommuniziere es, weil das ist recht selten. Es gibt viele Menschen oder Partner, Ex-Partner oder sonst irgendwas. Es gibt auch viele Lektüre und Videos darüber, wie man den anderen wieder zurückgewinnen kann, wie man die Liebe wieder neu entfachen kann. Das beruht jedoch alles im alten Paradigma, nämlich dort, wo man sagt, ich mach's für den anderen. Das wird nicht funktionieren. Es ist ein Opfer-Täter-Retter-Kreislauf. Man will was verändern. Man will in Wahrheit den anderen verändern, nur dass man sich selber nicht eingestehen muss oder wert sein darf in Wahrheit, ja. Wo man wirklich steht und für was man wirklich brennt. Fragt ihr also, ich habe das jetzt einfach durch gestern ein bisschen so zusammengeschrieben. Es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen chaotisch, aber das ist ja eh nichts Neues. Es ist komplex, aber einfach, wie immer. Ja. Wir schwimmen jetzt durch. Ich bin ja ein Fisch. Und wir werden jetzt einfach in das Meer einspringen, in dieses Wellenmeer. Und los geht's. Ich schaue nochmal kurz, ob das Handy hier rennt. Wir sind bei 6 Minuten 43. Ist mein Mann nicht nur anwesend, sondern auch präsent? Präsent! Ist er wirklich da? Ist er in seiner Rolle? Ist er in seiner Harmonie? Beziehungsweise findet er immer wieder in seine Harmonie zurück? Geht er aktiv in Führung und Umsetzung? So wie er das gespürt? Nicht wegen mir, nicht wegen sonst irgendwem, sondern wegen ihm. Wenn sie zwei Menschen treffen, in der nächsten Zeit, die sie lieben werden, die den Raum der Liebe miteinander betreten, wird es deswegen sein und deswegen wachsen, weil jeder genauso geht und ist, wie er ist. Er ist für sich selber losgegangen ist. Beim Zweiten an seiner Seite begrüßen darf, der diese Vision unterstützt auf sein Ort, die ganz anders sein kann. Und genau durch das findet Co-Kreation statt und jeder gibt seine Talente, Tugenden und Fähigkeiten da eine, ohne sie selber zu verlieren deswegen, sondern ganz im Gegenteil. Diesen Raum eröffnet zu haben, weil zwischen zwei Menschen mehr Energie fließen kann als bei einer alleine. Ja, logisch. Im Sinne der Schöpfung, den Heiligen Garten, da auf die Erde überbringen. Das, wo alle Lebewesen in Harmonie miteinander ko-kreieren werden. Wie in einem ganz einem großen Orchester. Jeder spielt seinen Ton. Und dazu tragen Mann- und Frau-Beziehungen in Zukunft eine entscheidende Rolle bei, so wie sie es ja auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Was jedoch rausgekommen ist bisher, ist ja wieder die ganze Zeit nur diese Weitergabe der Verletzungen und der ganzen dazugehörigen Verhaltensmuster, dass man die Verletzungen nicht mehr begegnen muss. Wir sind also in einer Schmerzausweichgesellschaft gelandet. Geht also der Mann aktiv in Führung und Umsetzung? Was steckt in mir auf? Also, wenn ich zum Beispiel zur Frau bin, was steckt in mir auf, wenn der in seine Umsetzung geht? Ne? Kriege ich es dann mit der Angst um dann, weil ich bis jetzt nur mit Männern konfrontiert war, vorwiegend, die, wenn sie in die Umsetzung gegangen sind, vergessen haben, ihre innere Frau mitzunehmen. Deswegen wählerweise. Wenn der Mann, der so aktiv in die Umsetzung geht, insgesamt mit sich, mit das Ganze in die Umsetzung geht,
dann ist die Angst, die in dir aufsteigt, nur der eigenen Projektion von deiner eigenen Angst, die was du da umschmieren willst. Nein, mach das nicht. Und wenn du das machst, veränder es einfach. Erkenne die Wahrheit und handel danach. Denn Wahrheit ist Liebe und Liebe ist Wahrheit und Wahrheit macht frei. Geh da also aktiv in Führung und Umsetzung im Interesse des Wohlergehens seiner inneren Frau und damit seiner inneren Familie und seiner Kinder, oder geht er nur für sein Ego los? Und darauf hin, dass er weiterhin sein Ego aufblasst mit falschem Stolz und Hochmut. Oder hat er seinen Wert? Kennt er seinen Wert und seine Weite? Weiß er, wo er wirklich steht? Und traut sich das einfach nur zum Kommunizieren? Ohne hochmütig zu sein. Seine Werte und Standards zum Kommunizieren, die darauf einladen, auf so einen würdevollen Raum, der wirklich handfest ist. Und das ist wichtig, weil Materie und Geist sind beides. Ja. Greifbar. Agiert er Neins aus? Und agiert er Ja's aus? Sorgt er für die Einhaltung der Grenzen? Geht er in die Umsetzung? Auch wenn er Fehler macht, hat er was umgesetzt? Hat er Schritte gemacht? Hat sich er aktiv bewegt? Auf mich zu? Sorgt er für die Frau, die Kinder? Folgen seinen Worten auch Taten? Oder ist er mit seinen Worten schon viel weiter vorn als seine Taten? Überspült er mit Worten nur seine nicht stattfindenden Taten? Das gilt auch für den Mann, der Frau kennenlernt übrigens. Und das gilt auch für Männer und Frauen, die schon in Beziehungen sind. Agiert er die Empfindungen der Frau aus? Nährt er sie durch sein Mannsein? Kann er Sicherheit bieten und es ihr damit erst ermöglichen, sich durch ihre Unsicherheit hin zu öffnen? Ich habe einmal vor einer Zeit ein Video gemacht, ich glaube, das war auch schon der Grum-Video im letzten Sommer, das jetzt aber erst vor kurzem postet worden ist, wenn ich mich recht erinnere, habe ich da einmal davon geredet, dass man sich keine Sicherheiten geben soll, gar keine. Damals war ich selber noch an dem Zeitpunkt, wo ich mit einem Mensch unterwegs war, da wo ich in einem Jahr vielleicht Zustand war. Da wo ich Angst gehabt habe, mich zum Committen, wirklich Ja zum Sagen. Ich habe Angst gehabt, dann nicht mehr meine alten Spiele zum Spielen können. Dass ich dann meine Schmerzen nicht mehr ausweichen kann. Dass ich dann meine Spielchen nicht mehr spielen kann, die ich ja in der Unverbindlichkeit immer spielen habe können. Ja. Deswegen habe ich ganz stark darauf plädiert, dass man einen Raum des Herzens nur dann betreten kann, wenn man keine Sicherheiten bietet. Bald darauf hin hat mir der Mensch aber so weit mitgenommen, dieser besondere Mensch, dass ich gemerkt habe, jetzt muss er mich zusammenkriegen innerlich. Ich muss alles in mir, alle ganzen Empfindungen und Ängste und alles in mir zusammennehmen, muss mir darüber klar werden, was ist jetzt die Wirklichkeit. Weil dieser Mensch das Potenzial in sich trug und zwischen uns halt auch die Schwingung so gestimmt hat, und die Schwingung kann man nicht erzeugen, die kann man auch nicht wiederherstellen oder entfachen, wenn es nicht da ist, sondern die ist da oder sie ist nicht da. Dass er mich wohin mitnehmen hat können, und natürlich, da war meine größte Angst dazwischen, weil ich habe mir mein größtes Licht mitnehmen können und mir genau in dem Moment vorher meine größte Dunkelheit durchqueren lassen. Ja. Er hat nicht gesagt, komm, ich nehme dich mit, sondern er hat gesagt, komm, ich schicke dir in der größte Dunkelheit. Kannst das Licht sehen da drinnen. Ja. Also, Geschenke. Ja. Und ich habe bemerkt, er hat mir über die Grenze, er hat mir in die Grenze geführt, wo ich gesagt habe, jetzt, ich könnte jetzt lieben. Wirklich tief lieben. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, einen anderen Mensch. Ja.
Weil ich einfach zu viel Angst gehabt davor habe, da dann wieder so verletzt zu werden, um ausgenutzt zu werden, um missbraucht zu werden, um nur ausprobiert zu werden, dann wird mir wieder mein Herz brauchen. Kennt das wer von euch? Und zu dem Zeitpunkt war er weit genug entwickelt, dass ich gewusst habe, bist du gescheit? Dude, geh jetzt hin. Da geh jetzt drüber, weil der Mensch tut mir gut, wenn er in Wahrheit sehen kann. Wenn ich alle Programme weglasse und alle gedachten No-Gos und ab. Und ich mir gedacht habe, der passt ja gar nicht in mein Programm. Ja, in mein altes Programm, das ich ja nur deswegen gehabt habe, um eben nicht lieben zu können, um mich nicht erlassen zu müssen. Wenn du heute liebst, ab dem Zeitpunkt, wo du loslässt und das andere hinter dir lässt, die Angst vor dem Lieben. Also wo die Liebe größer wird, desto Angst entsteht, in dem Moment entsteht Tiefe. Und in der Tiefe ist kein Netz, kein Sicherheitsnetz. Und du stehst da oben und warst so. Und du hast vielleicht dein ganzes Leben lang überlegt, seit deiner Kindheit und spätestens seit deiner ersten Liebe, die was du irgendwann verloren hast. Soll ich da jetzt runterspringen? Soll ich mir da einfach einfallen lassen? Und ich schwöre das, ich hab's gemacht. Weil ich gewusst habe, deswegen bin ich in Wahrheit dahergekommen. Nicht, dass ich das nur weiter aufschieben, dass mich nur lange nicht, sondern ich bin da, um zu lieben. Und zwar voll. Kannst du das Risiko eingehen zum Lieben? Ja, kann ich. Und das Verliebtsein ist Liebe geworden. Und ob dem Zeitpunkt ist, und das passiert immer erst nachher, es ist ja wirklich spannend, ich komme schon wieder überhaupt nicht weiter bei meinem Zettel. Schau, du siehst erst das, was, wenn du im Fluss fließt, weißt du, weißt, was ich meine, siehst erst, was auf dich zukommt und was als nächstes kommst, wenn du voll im Fluss gehst, wenn du also vom Ufer losreißt. Warm! Und das tut so weh, da musst du losreißen. Der Fluss ist die Liebe und das Leben. Du gehst da rein und nach der Biegung siehst du, was dann kommt. Vielleicht kommt der Wasserfall, vielleicht kommt der Strom schneller, vielleicht kommt. Es kommt irgendwas. Ja? Und da will ich loslassen. Und nach der Kurve ist Kummer. Also sprich, die göttliche Intelligenz eröffnet sich dir nur insoweit, du wirklich ihr Instrument sein kannst, also in die aktive Umsetzung gehst und über die Grenzen deines Verstandes und deiner programmierten Angstvermeidungsgrenzen aus deinem goldenen Käfig rausgehst, dann brennt dein Herz, dann ist es wirklich offen. Dann hast du es auf die Erde gebracht. Der Herz nutzt ja nichts, wenn es da oben irgendwo schlägt. Ich meine, es ist schön, es ist lustig, es ist romantisch, es ist. Du kannst dir da einen steigern, du kannst dein ganzes Leben dein Herz da oben lassen. Wird aber wahrscheinlich nicht fad werden. Aber möglicherweise, ich zumindest, wieder nicht dorthin kommen, warum ich inkarniert bin. Für mich ist der Sinn des Lebens, das Ganze da runterbringen. Alles auf einen Nenner zu bringen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, Alter, du liebst gerade richtig tief. Es steckt richtig viel in dir auf. Und dann habe ich aber auch gesehen, wie ich da rumgeschwommen bin, weil dann kriegst du erst den Zugang, wenn du wirklich ja sagst. Und das kann kein gefaktes, kein manifestiertes, kann sonst irgendwas so sein, sondern es ist, da lässt du die Leinen los und springst. Das sind noch nicht oft gewesen in unserem Leben, diese totalen Jahres. Dann kannst du den Wert erkennen an dem, was du da hast, wenn ein Mensch die Kraft hat, dich so zum Inspirieren. Der dir durch deine Schatten, durch deine tiefsten Schatten und Ängste, durch deine wirklichen, absoluten, das mache ich nie, ja, führt, um das Licht da drin zu sehen. Geschenk. Das ist so ein Geschenk. Und ab dem Zeitpunkt ist mir klar geworden, hey, jeder, der mit einem Mensch länger als über die Datingphase zusammenbleibt, der ihm keine Sicherheiten bieten kann, der hat vergessen, dass er Mensch ist. Der hat vergessen, in Beziehung zu gehen. Ja? Sondern der will weiterhin komplett autonom sein Ego-Leben weiterleben. Dann habe ich gewusst, ich kann da Sicherheiten bieten. Ich kann da die Sicherheit bieten, dass ich mit dir gehe und dass ich alles einlege, was ich heute bin, in den Weg, den wir miteinander gehen.
ich kann ihm nicht die Sicherheit bieten, dass ich weiß, wo er uns hinführen wird. Das war ja klar und das denken wir erst nach den nächsten Kurven. Aber ich kann ihm bieten, 100%, ich lasse mich mit dir in die Mitte des Flusses reißen. Ich kann dir die Sicherheit bieten, mit dir zum Gehen. Du bist für mich der One. Und das lasse ich dir spüren bis in die letzte Phase. Wenn du das auch kannst, dann gehen wir darauf zu. Ja? Genießen wir uns. Begegnen wir uns in der Wahrheit und erinnern wir uns an das, was wirklich ist. Ja, Schritt für Schritt. Das ist alles sehr bodenständig. Das ist alles überhaupt nicht gehypt. Das ist alles nicht mit Adrenalin befüllt. Das ist sehr was Ruhiges, Schönes, wo ihr sehr viel euch gegenüber sitzen werdet, oder liegen werdet, oder schauen und euch halten werdet. Um die Wärme eures Herzens zum Fließen zu spielen, um eure Menschlichkeit zu umarmen, um den Raum, den heiligen Raum eurer Begegnung zu ehren. Die alten Projektionen einfach, du kannst dann zuschauen, wie sie verschwinden. Weil du in diesem Raum alles heilen kannst, was du damals in deiner allerersten Beziehung zu deinen Eltern an Verletzungen erfahren hast. Das ist eine Erfahrung, die du in Beziehungen erfahren hast, damals diese schmerzhafte Erfahrung, das ist eine Erfahrung, es liegt sehr nahe, die du am günstigsten in einer Beziehung heilen kannst. Das kannst du aber erst dann, wenn du weit genug bist, weit in der Weite, nicht in der super besser, schneller Weite, um auch wirklich den Wert eines solchen Geschenks nicht nur zu erkennen, sondern auch in dir schon so weit bist, dass du das nicht mehr für den anderen tust, sondern einfach inspiriert bist, was mit dem Mensch möglich ist. Dass du neugierig bist und dieser Neugierde Raum gibst, du sagst, boah, dort will ich hin, das möchte ich sehen, weil deswegen bin ich geboren. Das weiß ich, seitdem ich glaube. Jetzt muss ich wieder mal da schauen. Ich glaube, das ist schon aus. Ja, wir sollten wahrscheinlich jetzt aufhören. Wir nehmen da jetzt einen zweiten Teil dazu wieder. Was soll es? Wir machen nur zwei Zwiebeln.